Heute geht es um die Grafikkarte hier, die GeForce RTX 3060 Gaming OC mit 12 GB Videospeicher. Und die will ich nämlich in meinen neuen Rechner einbauen. Und die sind jetzt gerade auch wieder ein bisschen günstiger geworden, sodass man da doch Möglichkeiten hat, sein System wieder aufzurüsten, nachdem die Grafikkarten so hoch waren vom Preis her. Ja, werden mal die Packung öffnen, mal schauen, was da alles so drin ist. Hier auf der Rückseite kann man ja schon sehen, sind so die diversen Bildchen, was sie so kann und ja, alles so beschrieben. Aber das schauen wir uns gleich im Detail noch alles an. Zunächst mal noch ein paar technische Daten. Also die Karte hat eine maximale Auflösung für die Grafik von den Monitoren von 7680x4320 Pixel. Der Speicher läuft mit 15.000 MHz und ist ein DDR6 RAM, 12 GB. Wird natürlich an PCI Express 16-fach angeschlossen und ja, hier auf der Rückseite sehen wir auch zum einen das Lüfterkonzept von den Gigabyte-Karten, die so gegenläufig sind, um eben Strömungen zu vermeiden, die dann irgendwie dazu führen, dass eben nicht mehr so gut gekühlt werden kann. Diese speziellen Heatpipes und so. Deswegen habe ich mich jetzt auch mal dafür entschieden. Die ganze Grafikkarte hat jetzt auch nicht so ein fancy RGB-Shit wie jetzt manche anderen, die dann so komplett leuchten, wie jetzt gerade aktuell meine Asus ROG, die ich drin habe. Und das wollte ich eigentlich auch nicht mehr, das braucht es eigentlich auch nicht, sondern die hat hier nur so einen ganz dezenten, das Logo ist halt beleuchtet und man kann das halt einstellen, wie man es gerne möchte. Die Rückseite hat so eine Metallplatte, die auch sehr gut sein soll für die Kühlung, aber das schauen wir dann gleich mal an. Hier oben stehen noch hier diese HDMI-Anschlüsse und gucken wir da mal rein. So. Ein dezenter schwarzer Karton und Sesam, öffne dich. Eine Schnellanleitung, Graphic Cards Quick Guide. Ja, ich glaube, den braucht man nicht, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, kriegt man das schon hin. Oh, ein dezenter Industriegeruch hier von diesen Plastikmatten hier kommt mir entgegen. Ist dann auch schon das gute Stück. Ich habe mal ganz kurz Handschuhe angezogen, damit ich da nicht zu sehr drauf rumfasse. Ist da noch irgendwas drin? Ne, heutzutage gibt es ja auch gar nichts mehr. Irgendwie keine Treiber-CDs, kein gar nichts. Das ist heutzutage alles im Internet und ich habe mir das auch zur Sicherheit schon besorgt, alles was ich da brauche. Ein Siegel. Also hier sieht man auch sehr schön diese Lüfter, die eben, wo der mittlere gegenläufig ist. Also der dreht sich so rum, der dreht sich so rum und der wieder so rum, damit eben spezielle Verwirbelungen vermieden werden, die dazu führen können, dass die Kühlung ihnen nicht optimal ist. Dann die Anschlüsse sind jetzt noch zu. Kriege ich die mit dem Handschuh ab? Ja. Also zwei normale HDMI und zweimal von diesen anderen. Finde ich ganz gut, dass die auch normale HDMI hat. Meine aktuelle Karte, die hat nur einen normalen HDMI und dann so einen anderen. Da brauche ich so einen Adapter. Und belegt natürlich zwei Slots hier im Computer, im Rechnergehäuse. Aber das machen sie ja jetzt mittlerweile alle. Schauen wir mal hier rein. Hier der Anschluss für den Strom. Und hier ist dann, was ich vorhin meinte, dieses Logo, was dann so dezent erleuchtet wird. Mit RGB. Alles andere funkelt und glitzert hier nicht, was ich auch ganz in Ordnung finde. Hier ist dann der Anschluss für das Board. Hier wird es dann so aufgesteckt, also so rum steckt es dann drin. Die Metallplatte hier, oh, fühlt sich ziemlich wertig an. Also ich hoffe mal, das kriegt ein bisschen Wärme weg. Und jetzt hole ich mal einen Zollstock, um das mal auszumessen, die Karte. So, die Karte ist dann also, was sagt er hier, 28 Zentimeter lang.
sie ist ungefähr, na, sagen wir nicht ungefähr, sie ist 37 mm hoch, also 3,7 cm in der Höhe. Kann man das sehen? Ja. Und wie tief ist sie denn für die Einbautiefe? Also hier ist der Anschluss. Das heißt, hier steckt sie dann auf dem Board fest. Und da sind wir hier bei 10,8. Ja, 10,8 ist dann die Tiefe, wie weit es nach vorne ragt. Und ja, sehr gut verarbeitet, finde ich. Es liegt gut, sehr massiv auch. Also, dann testen wir doch mal im Benchmark nachher, wenn sie eingebaut ist, was sie da so kann. Ich bin sehr gespannt. Ich lasse hier gerade mal Firmark laufen. Hier sehen wir, hier haben wir bei 2560 x 1440 Auflösung mit Kantenklettung und allem Pipapo haben wir Framerate, wir sehen es oben 45. Und ja, ist jetzt natürlich nicht in dem hohen Bereich, wie jetzt für Gaming wichtig ist, aber das ist ja hier der Benchmark-Test. Und ja, wir sehen die Frequenz. Es läuft bei, na, wo haben wir es da oben? 1905 MHz läuft die Grafikkarte. Nächster Test mit Catzilla. Der guckt jetzt erstmal meine Daten an. Was wollen wir testen? Ne, 1440p schon, oder? Ah, kann ich glaube ich nicht, oder? Dann müsste ich es wahrscheinlich kaufen, oder wie? Na, dann versuchen wir mal 720p. Die Benchmarks. Ja gut, bei 720p, da hat es natürlich ordentlich Framerate hier, fast 400. Aber die normalen Spiele lässt man ja heutzutage mit 1080p laufen oder wie ich hier mit dem 1440p mit 120 Frames pro Sekunde. Ja, ich glaube, das kann ich abbrechen. Also ein 720p-Test brauche ich hier nicht unbedingt. 3D-Mark habe ich jetzt mal den TimeSpy-Test durchlaufen lassen. Hier kommt er auf einen Score von 8101. Also der Graphics-Score, der liegt sogar bei 8141 von der Grafikkarte und CPU ist hier ein bisschen niedriger. Und ich kann ja mal Compare Result online machen. Mal gucken, wie wir da so ungefähr liegen mit dem kompletten System jetzt, mit dem Core i5 12500, ja, liegen wir schon hier besser als 47% aller Resultate und ja, nahe dran am Gaming-PC 2020, ja, das ist schon okay. Ich habe den hauptsächlich auch für Videobearbeitung, weil der Intel, der funktioniert einfach viel besser für die ja, H265-Codec und so weiter. Und Gaming auch schon ein bisschen, aber das, was ich so spiele, ist nicht so grafisch, so wahnsinnig intensiv. So ein bisschen Fallout 76, Rocket League, Civilization und sowas, ja. Ansonsten hier die Grafikkartendaten, die er hier ausgelesen hat. Ne? Ich habe also eine Karte drin. Ich habe 12 GB Speicher. Da hatte mir ein Freund empfohlen, ich soll, wenn ich eine neue Grafikkarte nehme, darauf achten, dass ich über 10 GB habe, weil die Next Generation Spiele brauchen alle mehr als 10 GB. Und ja, 12 bin ich da auf der sicheren Seite, denke ich. Ja, der Kerntakt hier ungefähr 1987, durchschnittlich bei 1900 und Speichertakt 1875. Der ist also ein bisschen höher, deswegen ist das die OC-Version, die Overclock und 65 Grad ist ja fast gar nichts. Ne? Also ich hatte schon Grafikkarten, da konnte man fast ein Ei drauf braten. Ne? Also hier, ja, ich bin sehr zufrieden mit der GeForce RTX 3060 Gaming OC mit 12 GB und denke mal, in Tests hat er auch ganz gut funktioniert gehabt. Hier sieht man es auch nochmal, die Core Clock, also die Taktrate von dem Grafikkern läuft auch nicht wie bei der Referenzkarte von 1777 MHz, sondern eben auf 1837, deswegen ist das die OC-Version hier. Ja, ein bisschen RGB hat es auch dran und ja, hält die Lüfter, in denen die sich gegenläufig drehen, halten die ganze Karte sehr schön kühl. Hier sieht man sogar, Mensch, ist ja super. Wunderbar. Genau, sehr zufrieden damit, kann ich empfehlen. Also wer eine 3060er Karte sucht und da nicht ins ganz oberste Preisregal greifen möchte, ist mit der Karte sehr gut beraten. Ich habe auch schon diverse Spiele probiert, das will ich jetzt hier nicht unbedingt zeigen. Da könnt ihr gerne mal in meinen Stream reinschauen,
wenn ich das dann irgendwie im Stream mal spiele, irgendwas. Und ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für eventuelles Feedback, was ihr mir da lasst. Vielen Dank, wenn ihr ein Like da lasst. Und da freue ich mich auf jeden Fall sehr. In der Beschreibung von dem Video sind auch noch so ein paar Links mit drin. Da ist auch mein Linktree mit drin, der zu allen Projekten führt, die ich so mit betreue und mitmache. Ne? Könnt ihr auch mal draufklicken. Vielen Dank, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.